Musikvideo aus. Der neue MOBA-Anwärter aus dem Hause Epic Games zeigt sich in herrlicher HD-Auflösung nun wieder von der Gameplay-Seite. Neben einigen Helden gibt es auch einen kurzen Einblick in den Lane-Kampf. Vielleicht verhilft die schöne Grafik doch zu einem neuen Aufschwung des MOBA-Genres. Doch das entscheiden die Gamer. Bombshell Shelly kommt. Bereits auf der QuakeCon angekündigt und leider mehrfach verschoben, Bombshell, der ISO-Shooter von 3D Realms. Doch besänftigte man die wartenden Beta-Zocker und scharrenden Scharen wartender Gamer nur mit einem zweistündigen Soundtrack zum Game. Lange müssen wir jedoch nicht mehr warten, denn bereits am 29. Januar soll Bombshell endlich für PC, Xbox One und PlayStation 4 kommen. Mehr zum Game natürlich auf gameplane.de. Iron Maiden Goes Mobile. Bereits 1999 wagte sich die legendäre britische Metalband in das Gaming-Genre. Doch plant die Band nun neben ihrer musikalischen Karriere auch im Mobile-Gaming erste Erfolge zu verbuchen. Iron Maiden Legacy of the Beast soll bald alle mobilen RPG-Fans erfreuen und wohl auch neuen Aufwind bringen. 90er Jahre Metal und Mobile-Gaming? Ja, wir werden sehen, was das bringt. My Precious. Zelda-Fans, aufgepasst! Nintendo gönnt der legendären Reihe eine Special Edition und bietet euch bereits jetzt auf Amazon die wunderschöne Hyrule CE des neuen Nintendo 3DS XL. Vergesst jedoch nicht, dass diese Auflage limitiert ist und erst am 25. März erhältlich ist. Dennoch könnt ihr sie bereits jetzt vorbestellen und dann im Frühling eure neue Liebe präsentieren. Folgt also schnell dem Link und sichert euch den neuen 3DS. Hoffnung für VR? Laut eines Schweizer Online-Shops wird die PlayStation VR deutlich günstiger als ihre Kollegen. Nur rund 499 Euro soll sie kosten und damit die definitiv erschwinglichste VR-Brille auf dem Markt sein. Jedoch ist dieser Preis noch nicht bestätigt und könnte gegebenenfalls noch steigen. Bleibt der Preis jedoch bestehen, hat PlayStation sich bereits einen gigantischen Teil des künftigen VR-Marktes gesichert. Drücken wir die Daumen, dass dieser Preis bleibt und vielleicht auch die anderen Anbieter von ihren hohen Rössern steigen. Kommt Zeit, kommt GTA. 7500 x 7500 Blöcke groß ist das derzeitige Projekt mit dem schlichten Namen GTA 5 in Minecraft und behaltet, wie der Name schon sagt, Los Santos als Gesamtkunstwerk in Klötzchenmanier. Wer das irrwitzige Projekt gern selbst mitverfolgen will, kann auf gameplane.de natürlich weitere Infos und selbstverständlich den Link zur Videoreihe finden. Fanmade Nachfolger. Richard Seabrook hatte wohl das Warten auf Teil 3 der Half-Life-Reihe satt und begann seine eigene Fortsetzung zu programmieren. Unerwarteten Support erhielt er dabei von Valve selbst, die ihm mit einigen Assets versorgten. Die lediglich Prospect genannte Standalone führt die Spieler wieder in das Nova-Gefängnis und konfrontiert sie wieder mit weiteren Horden von Combine-Soldaten. Natürlich haben wir auf gameplane.de alle Infos hierzu zusammengefasst und ebenso den Link zur Steam-Seite. Jedoch bedeutet das nach wie vor keine Bestätigung für Half-Life 3. Es bleibt also abzuwarten, wann wir euch genau diese News bringen können. Na, wie wäre es mit jetzt? Half-Life 3 confirmed? Nervöser Finger oder doch mehr Hintergrundwissen als gedacht? Welcher Grund auch immer der dänische Online-Shop hatte, hier könnt ihr nun Half-Life 3 für umgerechnet 60 Euro vorbestellen. Glaubt ihr nicht? Dann checkt es selbst auf gameplane.de. Schockierende News, herrliche News und all das täglich. Für noch mehr News folgt gameplane.de auf Facebook, Twitter oder schaltet nächste Woche wieder ein. Dann halten wir euch natürlich wieder up to date. Ganz genau.